Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den John Deere MFW D5055 in der Version 2.0 an. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Traktoren und dann mittelgroße Traktoren und wird hier im Spiel als John Deere FWA Series ausgestellt. Wir hatten auch schon mal ein FWA Series vorgestellt vor etwas längerer Zeit, hat aber mit denen hier nichts zu tun, da bitte nicht verwechseln. Also, John Deere FWA Series, 165 PS standardgemäße Leistung, 386 Liter Diesel, 34 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, standardgemäß 29.900 Euro in der Anschaffung, 1.524 im Leasing. Wir haben mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Design. Na, wo haben wir es denn hier? Design und Motorausführung. Insgesamt 5 Config-Blöcke. Standardgemäß haben wir Trelleburg mit der Reifenvariante 620-70R42. Gibt es noch 650-65R42, 710-70-38, 870-38. Dann eine Mengezahlkombination 520-85R42 mit 520-85R42. Also im Endeffekt hinten Doppelbereifung mit drauf. Dann 520-85R42 Duals, also vorne und hinten Doppelbereifung. Und das war's, als was Trelleburg angeht. Michelin gibt es dann auch nochmal diverse Konfigurationen, je nachdem wie ihr das Ganze wollt. Ich klicke das Ganze jetzt hier einfach nochmal durch, weil das sonst zu viel Gelaber wäre. Genauso wie bei Mieters, da haben wir diese schönen, man könnte von sich das sagen, Ballonreifen. Ja, schick. Design, kein Gewicht. Gewicht 1, Gewicht 2, Gewicht 3 oder eben Fronthydraulik. Design Nummer 2 haben wir keine Kotflügeln, schmale Kotflügeln vorne, breite Kotflügeln vorne. Dann haben wir das Ganze sogar noch ein bisschen als Offset. Lohnt sich dann dementsprechend hier für die etwas größeren Reifen als Beispiel hier oder halt eben gar nichts in dem Fall. So, machen wir kurz ganz wieder hier auf Standard. Bam, sehr schön. Motorausführung 4850, 4955, 4850 Tuning und 4955 Tuning. Genauso wie 4850 Pump plus Big Turbo. Ja, da ändert sich das Ganze auch hier vorne dann jeweils, je nachdem, auch nochmal an den Deagles logischerweise. Das Ganze gibt es dann auch nochmal hier mit Big Turbo. Also 215, 230, 255 und 330 PS an maximaler Leistung, die wir hier zugeschossen bekommen. So, sieht das Ganze in-game aus. John Deere, in dem Fall jetzt komplett standardgemäß 4850. Wir haben die Standardreifen vom LS, deswegen gibt es da auch nicht viel dazu zu sagen. Hier haben wir dementsprechend den Motor, ist alles schon ein bisschen angegangen, ein bisschen dreckig und so weiter und so fort. Was aber einfach darstellen soll, dass der Traktor auch schon sein Alter auf der Hufe hat. Das John Deere Deagle sieht soweit auch ganz gut aus. Man sieht zwar minimal einen Pixelbrei oder beziehungsweise so auspixeln, aber das ist relativ minimal. Hier die 4850 auch, eine gewisse Unschärfe noch mit drauf, aber soweit auch noch okay. Vorne das John Deere Logo. Dann haben wir hier Leuchten, also Lichter, genauso wie wir unten zwei Lichter haben. Standardgemäß vorne halt nichts mit dran, logischerweise. Ja, Auspuff, Spiegel, Frontscheibe. Hallo, durfte ich einmal bitte hier, vielen Dank. Hinten die Räder sind ordentlich aus, ansonsten hinten im Heckbereich. Hier nochmal der Warnhinweis, ist halt, ne, das sieht man halt hier von Unschärfe dann komplett getroffen. Da kann man auch leider nichts mehr dran erkennen. Ansonsten hinten Blinker und Umleuchten. Boah, passt. Im Innenbereich in schicken Sitz. Hier sieht man halt massive Pixelfragmente in der Textur drin. Zwar weniger in der Decke, was ja immer mal so ein klassisches Problem war, jetzt mehr oder weniger hier an der Seite. Hier hat man es halt nicht. Hier hat man es wiederum ein bisschen. Hier hat man es halt einmal komplett. Das ist ziemlich schade. Sieht halt auch nicht schön aus. Aber ansonsten vorne die Armaturen sehen soweit okay aus. Kommen wir dann bei der Funktionalität noch dazu. Oben Klima, Radio. Spiegelt, die sind auch in ihrer Form, die glitschen nicht raus, passt soweit. Jo, machen wir mal Soundcheck, würde ich sagen.
Mir gefällt der Art vom Sound her sehr, sehr gut. Ob das nun Original-Dings ist, wenn wir mehr dazu sagen können, wie immer, könnt ihr dann in der Bewertung lesen. Thema Funktionalität, ihr seht, unser Fahrer ist in dem Fall leider nicht animiert. Genauso wenig wie die Armaturen hier vorne. Der Modder selber schreibt zwar auch dazu, dass der Mod momentan noch nicht perfekt ist und auch noch nicht fertig ist, aber wir bewerten ja nicht den Soll-Zustand, sondern den Ist-Zustand. Und da ist momentan leider gar nichts zu holen. Der Sitz ist leider auch nicht animiert. Wir sitzen da halt einmal komplett steif drauf. Auch hier, das Lenkrad bewegt sich, aber der Fahrer halt in dem Falle bis dato nach gar nicht animiert. Thema Spiegel, ihr seht, ist da. Man kann nur alles relativ gut erkennen, aber auch hier haben wir wieder bei diesen Fenstern diesen Grauschleier mit drauf. Das hat man hier hinten in dem Fall gar nicht, weil hier hinten hat man fast das Gefühl, wenn man rausschaut, dass da eine Scheibe fehlt. Ne, seht ihr das? Also hier ist es alles so, okay, und wenn man hier hinten ausschaut, kann man fast denken, es ist keine Scheibe mit drin oder sie ist so extrem sauber, also geputzt, dass man sie einfach nicht sieht. Das ist da auf jeden Fall noch die Geschichte. Ansonsten Blinker, man hört dieses Blinkerklacken, wird aber vorne logischerweise auch nichts angezeigt. Wenn ich das Ganze dann einmal hier in den Dings reingehe, wenn ich hier durchschalte, tut sich in dem Fall leider auch nichts. Ne, seht ihr hier noch, die sind zwar da, reflektieren in dem Fall nicht, also in dem Fall auch kein LS19 Standard. Und Umleuchten sind mit dabei, wenn wir hier ranfahren, die reflektieren, das ist noch im Standard. Genauso, wenn ich hier bremse, ihr seht, wir haben kein Bremslicht. Wir haben in dem Fall auch kein Rückwärtsfahrlicht. Normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht ist damit da. Wenn ich das vordere Arbeitslicht einschalte, das sind halt hier diese Lampen da vorne, das ist Numpad 5. Der Rest hinten ist Numpad 6. Das läuft in dem Fall ohne Probleme. Ihr habt schon gerade den Log gesehen, kommen wir gleich noch dazu. Fahrphysik bzw. Fahrverhalten ist aber soweit eigentlich ganz angenehm. Mit 32 km/h kann man da jetzt in dem Sinne auch nicht so viel falsch machen. Und ihr seht auch, wenn ich mich hier nochmal zum Thema Textur, wenn ich mich hier von der Sonne abwende, sieht das halt nicht so schrecklich aus. Oder je nachdem, in welchem Winkel ich der Sonne stehe. Ist aber halt prinzipiell trotzdem ein Fehler. Der Grauschleier ist auch auf den Spiegeln noch mit drauf, beziehungsweise wird halt durch die Scheiben prinzipiell da noch mit verstärkt. Ihr seht hier ja links und rechts bei den Fenstern dieses kleine, diese John Deere-Buttons. Ich weiß nicht, ob das noch ein Überbleibsel ist aus der 17er Version, weil der Mod ist konvertiert worden. Sage ich aber am Ende gleich nochmal was dazu, dass es mal IC-Control war, aber ich glaube, die Button gehören da in dem Falle auch nicht mit hin. So, wir machen mal hier drüber. Ja, hat er relativ gut verkraftet, der Kleine. Ansonsten machen wir unseren Standard gemäßen Check, wie immer mit unserem Flug. Mal hinten dran. Ja, Sound hat er. Dynamic Hose hat er in dem Fall auch. Was soweit geht er nur bis komplett runter? Ja, geht er bis einmal bis komplett runter. Passt also soweit auch schon mal. Das geht in dem Fall. Nun, ich war mal kurz hier so ein bisschen rückwärts schon hin. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, der Lok. Und der Lok ist. Ja, das ist der Lok. Der Lok sieht einmal. Wo war der jetzt hier? Oh ne. Ich wollte gerade sagen, man hat jetzt hier eine Mucke ausgemacht. Der Log ist, wir haben Warning im 3D-Sound-File massiv. Massiv, massiv, massiv. Das ist so, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Errors über Errors über Errors und Errors. Also jetzt sind wir am Ende gekommen. Das ist der Log und ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Das sind 0 Punkte, würde ich mal fast behaupten. Ich glaube, es wäre das erste Mal, dass 0 Punkte vergeben werden. Es ist halt gar nicht geil. Da muss definitiv nochmal dran gesetzt werden. Wie gesagt, ich meine, ich glaube dem Motto, wenn das alles mal fertig wird, dass es cool und geil ist. Aber wie gesagt, der aktuelle Ist-Zustand, der ist halt nicht so pralle. Dazu kommt noch, der Mod hat eine Größe von aktuell 128 MB, was daran liegt, dass wohl noch der komplette 17er Mod, also Files im Ordner sind, genauso wie 3 Millionen Sounddateien, die nicht mehr genutzt werden. Das muss also massiv aufgeräumt werden. Könnt ihr auch selber machen, wenn ihr das wollt. Oder ihr sagt einfach, ganz ehrlich, kein Bock, ich warte, ist auch nachvollziehbar. Prinzipiell, wer trotzdem Bock drauf hat, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe auf ein neues Update von diesem Mod hier, dass das Ganze dann cooler wird. Ja, und in dem Sinne, ich bin erstmal raus. Peace and out.